Ja, guten Morgen. Wir sind in Helmsklamm angekommen. Es ist eine sehr, sehr, das wird bestimmt eine gute Kampagne. Wir haben eben Eomer geholfen hier, Eomer, Gandalf. Wir haben die Ostfold eingenommen. Das war Pillepalle, sagen wir es. Sagen wir es, wie es ist, war Pillepalle. Als nächstes Helmsklamm wird bestimmt nicht so einfach. Wir müssen ja Helmsklamm verteidigen gegen wahrscheinlich eine Überzahl an Leuten. Ist die größte Festung Rohans. Seit Menschengedenken gilt sie als die letzte Zuflucht der Rohirrim. Genau, wir müssen wahrscheinlich Bogenschützen spammen ohne Ende. Ich habe irgendwie jetzt nicht das Gefühl, dass wir so viele Leute haben werden. Mein Auge juckt ein bisschen. Ich habe leider gar nicht geguckt, wie viele Einheiten der Gegner hat. Aber aus Dings in Isengard sind ja 2x900 irgendwie rausgekommen. Alter Schwede, mehr Informationen bitte auf einmal. Zack. Ne, den Brunnen brauchen wir da nicht. Wir haben 10 Minuten. Es hat hier drinnen gar keine Hilfe. Was ist denn überhaupt die Aufgabe? Vernichte alle Uruk-hai. Rufe Eomers Armee, wenn diese eintritt. Okay, also es können auch alle sterben. Zack. Können wir noch Sachen bauen? Hier können wir heilen. Das ist eine gute. Oh, da ist schon ein Brunnen. Okay, dann entfernen. Da ist ein Gehöft. Wir brauchen auf jeden Fall eine Bogenschützen-Ausbildungskaserne. Brauchen wir zwei? Ich glaube, wir brauchen zwei. Ah, da ist schon eine. Na gut. Dann da nicht. Dann bauen wir jetzt einfach einfaches, stinknormales Gehöft da gleich hin. Da eine Bogenschützen-Ausbildungskaserne. Zack. Kleines Tor. Ankunft von Isengard in 8 Minuten. Ankunft von Dings in 22. Spiel fortsetzen, da wollte ich nicht drauf kommen. Du komm mal dahin. Du komm mal dahin. Du komm dahin. Elbenbogenschützen sind natürlich viel, viel krasser. Wir werden die Elbenbogenschützen bauen. Sind das alle, die wir haben? Alle Bauern? Scheint so. Das ist kein Orkhorn. Ruf den König. Mein Volk naht. Können wir irgendwas noch looten, ist die Frage. Reiten wir mal dahin. Ach, guck mal, wir haben noch Bogenschützenunterstützung gekriegt. So wie das ja im Film auch ist, sage ich mal. Erforderlich schießt dann der Stufe 2. Schade. Den König rufen. Okay, du dahin. Willkommen.
Welche Kunde bringen die Elben? Wie ist das möglich? Ich bringe Kunde aus dem Land der Elben. Einst bestand ein Bündnis zwischen Elben und Menschen. Dies Bündnis, wieder mit den Menschen in die Schlacht zu ziehen, erfüllt uns mit Stolz. Na gut, das ist ja wurscht. So, mach wieder zu hier. Ich hätte gedacht, er muss tatsächlich physisch anwesend sein, irgendwie. Zack. Zack. Stufe 2 brauchen wir. Flüchtlinge. Kriegen wir extra Punkte dafür? Ich weiß nämlich noch nicht, ob die Flüchtlinge... besonders sinnvoll sind, um ehrlich zu sein. Ich will ja nicht fies sein, aber hilfreich sind die eigentlich nicht. Okay, reitet mal bitte zum Heilen. Okay, ihr seid drinne. Feuerpfeile haben wir geupdatet. Feuerpfeile. Okay, da kriegen wir gleich auch noch Feuerpfeile. Oh, hier haben wir Dings gekriegt. Okay. Danke. Die haben Feuerpfeile jetzt. Verteidigt die Flüchtlinge! Noch mehr Flüchtlinge. Ich krieg halt Gold dadurch, dass ich die Flüchtlinge verteidige. Die beste Taktik. Einfach verfolgen lassen. Und dann passt das. Seid bereit, Elben! Wir tun, was in unserer Macht. Sichert das Tor. Lass niemanden von draußen herein. Danke. Zieht eure Waffen, Elben! Sollen sie kommen? Was haben wir noch? 50 Sekunden. Das heißt, wir reißen das Gehöft ab. Kann man nicht, leider nicht mit Z wäre es gewesen. Naja, okay. Wir bauen jetzt hier noch einen Brunnen hin. Kann Aragorn schießen. Eigentlich kann Aragorn auch mit dem Bogen schießen. Alle Bauern bewaffnen. Das haben wir gemacht. Hier rüber. Okay, was haben wir? Weißt du was? Wir speichern hier mal. Ups, jetzt kann ich nicht speichern.
Na gut. Speichern. Helms. Klamm mit Doppel-M. Ich schreibe es einfach mit Doppel-M. I don't know. So. Jetzt geht's rund, Leute. Wenn es jetzt mal endlich gespeichert hat. Jetzt geht's rund. Bogenschützen bauen. Finden wir noch jemanden, der keine Feuerpfeile hat? Doch, ihr habt Feuerpfeile. Die haben alle Feuerpfeile, okay. Wir brauchen vielleicht eine Waffenkammer oder so. Okay, es geht los, Leute. Es scheint so zu sein, als werden wir nur gerade belagert. Da sind die Leitern. Macht die Leiter nieder. Okay. Ihr bitte heilen. Okay, die Runde lief ganz gut. Haltet eure Bögen bereit. Sie dürfen die Leiter nicht aufstellen. Vernichtet die Träger. Bewegung, ihr Ratten. Sichert das Lager und dann rein in das Gebäude. Mut für unsere Freunde. Oh, da sind eine Menge Leitern. Sie nicht mal automatisch auf die Leitern ziehen können. Mach die mal platt. Hier darauf. Wie dumm. Er ist einfach rausgelaufen nochmal. Na gut. Whatever.
Bomben! Halte die Träger auf! Unsere Flanke muss anfangen! Krieger! Seid bereit, Bogenschützen! Go! Feuert! Seid bereit, Bogenschützen! Halt diese elenden Kreaturen zurück! Wir werden unseren Mut beweisen! Der Klammball! What? Ich würde sagen, jetzt haben wir verloren. So war das auf jeden Fall nicht gedacht. So war das nicht gedacht, Leute. Eieiei, wir gehen ja voll unter. Noch 6 Minuten. Also wir könnten es eventuell noch schaffen, aber irgendwie fühle ich mich schlecht, alle meine Helden verloren zu haben dabei. Ich sehe, kennt ihr das Gefühl, dass ihr einfach schlecht fühlt, dass das so einfach nicht gehört in dem Spiel? Vernicht alle Rukais, zerstöre alle Lager. Die sind jetzt dazu da, um hier ein bisschen aufzuhalten, würde ich sagen. Okay. Ich glaube... Das müssen wir nochmal probieren. Also, dass das so schnell kaputt gegangen ist, war nicht hilfreich. In 4 Minuten überleben wir nicht noch. Nee. Das müssen wir nochmal machen. Laden. Helmsklamm laden. Das haben wir ziemlich dumm gemacht. Also da kann ich mich nicht verteidigen. Das war einfach nicht schlau, was wir hier getan haben. Wir werden die von Anfang an hier rüber schicken. Hier nochmal ein paar dahin. Ihr müsst weiter weg. Eigentlich hier drüben hin. Nochmal irgendwie hier drauf. Seid bereit, Elbenkrieger! Zieht eure Waffen, Elben! Auf die Mauern! Werft sie zurück! Das Ende der Menschen! Nehmt die Mauern! Los! Nehmt die Mauern! Keine Mauern am Leben! Dann beginnt es also! Okay, los geht's. Wir können nicht noch mehr Soldaten befehligen. Wir sind hier, um Mittelerde zu schützen. Sie bringen Leitern an. Wo sind die Leitern? Da sind Leitern. Mittig. Haltet sie von uns fern. Die erste Fuhre ist ja eigentlich ganz nett immer. Zielt auf ihre Herzen.
Okay, perfekt. Das lief gut. Okay, das haben wir. Leitern überall eigentlich. Nice, wir können es einigermaßen abwehren. Zum Tor, zum Tor, zum Tor. Hier zielt man auf die, die auch zurückschießen. Leute. Rein mit euch. Noch mehr Bogenschützen. Schießt mit sicherer Hand. Hier kommt nämlich keiner rein, Leute. Ich denke, das ist ein ganz guter Zwischenstand. Helmsklamm 2. Ich glaube nämlich, dass so viel besser können wir es nicht machen, als wir es gerade getan haben. Es ist quasi niemand hochgekommen. Wir haben relativ viele Leute. Wir sollten hinausreiten und die Schlacht in ihre Lager tragen. Als ob. Ich warte hier ganz chillig, bis Eom hier ankommt. Nicht mehr und nicht weniger. Schlacht raustragen. Was ist los mit euch? So, jetzt kommt die Bombe. Irgendwo kommt die Bombe, da kommt die Bombe. Aber warum war der Ding so schnell da? What? Okay, wir müssen nochmal neu laden. gut, dass wir hier gespeichert haben. Oh, ich habe das überspeichert. Naja, egal. Passt schon. Ich muss auf jeden Fall Legolas dazu bringen, den Bombenträger abzuschießen. Sonst haben wir, glaube ich, ein Problem. Ist Legolas... Ja, das ist okay so. Ich könnte hier noch mal ein bisschen wüten. Ja, ich auch. Man nennt es Bombe. Sie dürfen die Leiter nicht aufstellen. Vernichtet die Träger.
Okay. Zweiter Versuch. Alle auf die Bombe. Okay. Oh, perfekt. Schießt bitte auf die, die tatsächlich auch Bögen haben. Wo bist du denn? Wo kommst du denn her? Geh mal wieder dahin. Zack. Ich weiß nicht, warum die es nicht checken, auf die zu schießen, die tatsächlich zurückschlagen. Hier, halt euch mal bitte. Okay. Die werden ja schon aufgefrühstückt. Ich bin bereit. Zieht eure Waffen, Elben. Ich spüre, dass etwas Böses nach. Wir müssen wachsam bleiben. Rauf auf die Welle. Speichern. Diesmal überspeichere ich mal bitte nicht. Helms, Klamm 3. Ich glaube, wir haben es auch bald, oder? Eomer müsste doch eigentlich mal bald vorbeikommen hier. Ein bisschen Hallo sagen. Kann ich irgendein Update machen? 8 war, glaube ich, die Grenze, ja. Ist hier eine Bombe? Nein, hier ist keine Bombe. Da ist eine Bombe. Oh, da ist eine Bombe. Da ist eine Bombe. Sache ist, halte ich das jetzt ohne Klammwall? Alles schön dahin stelle. Schön am Brunnen noch. Könnte sein, dass ich ein bisschen was halten kann. Schade, hier kann ich überall nicht heilen. Das ist sehr schade. Mal darauf. Elende Bestie. Zehn. Ich werde mich beeilen. Er wird die Sonne nie wiedersehen. Der Feind ist da. Halt! Lasst uns gehen. Bisschen ausweichen hier. So viele Armeen sind es gar nicht. Also es ist natürlich nicht, dass die hier irgendeinen Schuss sehen werden, aber grundsätzlich. Der muss jetzt halt pumpen hier. Okay, Bogenschützen.
Naja, naja. Wo ist Legolas? Er hat's geschafft. Wir könnten es noch schaffen, nur 2 Minuten. Der Feind! Entdeckung, Männer! Treibt diese abscheulichen Bestien zurück! Wir haben den Schießstand verbessert. Bleibt weiterhin wachsam. Die Elben sind hier, um gegen Sauron zu kämpfen. Pfeile los! Sie sind keine Gegner! Der Feind! Entdeckung, Männer! Kümmert euch bitte um die Bogenschützen, um nichts anderes. Die Elben sind hier, um gegen Sauron zu kämpfen. Wir müssen die Wälder schützen. Wir müssen wachsam bleiben. Unsere Festung wird. Wir werden unseren Mut beweisen. So, wir schaffen das doch. 1 Minute? 1 Minute halten wir die Burg noch. Wir haben sie bis hierhin 3 Minuten gehalten. Also. Werden wir das jetzt auch noch schaffen? Außerdem, so weit ist es auch gekommen in Helms Klamm im Film. Also von daher, das soll ja auch passieren. Sonst machen wir das ja auch gar nicht richtig. So. Sie sind keine Gegner. Der Feind ist hier. Schlagt Alarm. Wir sind hier, um Mittelerde zu schützen. Wir schützen wir unsere Heimat. Zieht euch zurück. Mach deinen letzten Atemzug. Die Land muss befreit werden. So, Eomer. Achso, okay. Sehr schön. Wir haben es, glaube ich, geschafft, Leute. Sorry, ich konnte nicht so viel reden. Das ist gar nicht so leicht gewesen. Ich dachte mir schon, dass das eine schwierigere Mission wird. Aber wir haben es doch jetzt ganz gut geschafft. Die erste Bombe war zu früh. Die zweite Bombe war okay. Sag ich mal. Also es hätte nicht unbedingt sein müssen, aber es war schon okay. Sehr schön. Gandalf, auf dein Pferd bitte. Sonst bist du zu langsam. Gut, dass er sich so sicher ist. Ui, der hat einen in die Fresse gekriegt, ey. Uiuiui. Hoffentlich ist MVP nicht gestorben. Das wäre richtig kacke jetzt. König Theoden hat's noch zerrissen. Naja, whatever. Knapp, knapp, sage ich dann nur. Vielleicht nicht Uruka, ist okay. Ihr werdet sehen, meine Größe. Ich werde diesen Feind niederwerfen. Einer weniger. Elendil, feindliche Einheit, ne, fliehen. Elendil! Haltet die Augen offen. Haben wir es jetzt? Oh, da ist noch so ein Ding. Ui. Und da ist noch so ein Berserker, oder wie die heißen. Macht euch kampfbereit. So, noch den Berserker holen.
Jetzt haben wir es. Ups. Einfach rübergeritten. Geschafft. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr schön. Die Hoffnung bleibt. Klasse. Ja, das war eine der schwierigeren Missionen. Auf jeden Fall bis jetzt. Schade, dass Theoden jetzt noch gestorben ist. Das fand ich ein bisschen doof. Das hätte nicht sein müssen. Wahrscheinlich kriegen wir den auch nicht wieder. Aber so ist es dann halt. Ja, jetzt will ich hier Punkte kriegen. Gut, die Level haben echt viele Punkte gegeben. Naja, immer wieder Siege gesamt. Aber zwei Spezialfähigkeitspunkte. Das könnte sein, wir haben jetzt, glaube ich, 8. Oh, MVP hat überlebt. Sehr gut. Er hier. Helms. Schon groß schreiben dann auch. Helms. Klamm MVP. Sehr schön. Besiegte Gegner 344 Legolas hat er richtig gerissen, ey. Ja gut, wenn man den halt auf die Mauer stellt. Ich hab auf den Tisch. Man muss auch mal auf den Tisch schauen. Der Großteil der Armee Isengards wurde vernichtet. Doch Saruman und seine verbleibenden Truppen müssen zur Verantwortung gezogen werden. Gut, das heißt, wir räumen jetzt noch schön in Isengard auf. Aber das kommt in der nächsten Folge, also bis gleich.